Ja, herzlich willkommen zum Webinar. Es geht um Color Effects und es geht um Silver Effects im Zuge des 25-jährigen Jubiläums von der Nick Collection. Hat sich DxO was einfallen lassen, und zwar gibt es insgesamt 25 neue Zusammenstellungen in Color Effects und in Silver Effects. Wir werden uns heute 10 Stück davon anschauen näher. Ich werde euch ein paar Tipps dazu zeigen. Ich werde euch erklären, wie ihr damit arbeiten könnt. Und ich habe ein paar Bilder auch schon direkt geöffnet hier in PhotoLab 4. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt. Ich nehme jetzt einfach mal ein Bild, habe das hier einfach angewählt, habe den Nick Collection natürlich installiert und habe jetzt hier unten rechts einen kleinen Button. Da klicke ich drauf. Und jetzt komme ich hier quasi in die Übersicht, welchen Filter ich von der Nick Collection wählen möchte. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Color Effects an. Das ist so das für viele wahrscheinlich das Geläufigste. Und da ist einfach so viel Schönes drin. Und das werden wir uns jetzt einfach mal anschauen, was für Möglichkeiten es da gibt. So, gleich vorweg eine Info. Wer die aktuellste Version der Nick Collection hat, kennt das wahrscheinlich schon. Wenn wir ein Bild öffnen in Color Effects, dann bekommen wir hier so eine Meldung. Und zwar, wenn wir ein TIFF-Bild öffnen in Color Effects, dann können wir das Ganze als Multipage-TIFF speichern. Das bedeutet, wir haben nachträglich nochmal die Möglichkeit, das Bild nochmal zu bearbeiten. Ja, also wir können das immer anzeigen lassen. Wir können natürlich auch hier einen Haken setzen, dass wir die Meldung nicht haben wollen. Aber ich finde die einfach wichtig, gerade auch für euch einmal zum Sehen. Und ihr findet hier unten rechts, ich hoffe, dass es auf dem Monitor gut sichtbar ist, einen Haken, den ihr setzen könnt, da steht Speichern und Bearbeitung später fortsetzen. Und wenn ihr das macht, dann kommt ihr quasi in diese Ursprungsdatei wieder rein und könnt nachträglich nochmal eure Bilder bearbeiten, ohne dass ihr irgendwelche Qualitätsverluste habt. So, ich bestätige jetzt einfach mal dieses Fenster und jetzt haben wir hier oben links, sehen wir, dass wir in der Filterbibliothek drin sind. Hier sind also die ganzen Möglichkeiten, hier sind unzählige Variationen möglich, also sind wahrscheinlich ein paar Millionen, wenn man alles durcheinander probieren würde. Und wir haben hier unten die Zusammenstellung. Und wenn ich hier mal drauf gehe, dann habe ich hier 38 Zusammenstellungen, wenn ich alle nehme. Und wir gehen jetzt heute mal auf die neuen Zusammenstellungen, die uns DxO hier zur Verfügung gestellt hat. Da gehen wir jetzt ein bisschen drauf ein. Die findet ihr, wenn ihr hier oben auf den Zusammenstellungen seid, hier unten das letzte, also 25-jähriges quasi. Es sind 15 Voreinstellungen drin. Wenn wir da drauf gehen, dann haben wir hier eben eine ganze Latte, also 15 Stück von solchen Vorgaben. Das sind quasi Kombinationen aus einzelnen Presets, beziehungsweise aus einzelnen Filtern, die eben hier schon kombiniert sind und gespeichert sind, damit wir einfach einen schönen Start haben, uns inspirieren lassen können durch das Ganze. Und die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Wir haben, bevor wir jetzt da tiefer reingehen, wir haben hier 5 Stück für Porträts, dann haben wir hier für Landschaftsaufnahmen einige und wir haben hier unten noch für Wildlife. Das ist einfach mal, dass ihr mal kurz einen Überblick gesehen habt. Wir kümmern uns heute Abend in diesem Webinar um die 5 oberen, das heißt die Classic Porträts. Haben wir hier einmal High Key Bright, wir haben Hand of Color, Smooth Skin, Soft Matte und Warm Glow. Und jetzt ist eine Sache wichtig, die ich euch einfach bitte zu sehen und das so auch zu nutzen. Seht diese Zusammenstellungen nicht als gegeben hin, sondern nehmt die einfach wirklich als Inspiration für euch. Das heißt, ihr könnt da euch inspirieren lassen, wie kann dieses Bild eigentlich aussehen, wie kann dieses Bild wirken. Und dann passt es wirklich nach euren Bedürfnissen und vor allem nach eurem Bild an. Weil nicht jedes Bild passt zu jedem Preset. Und die Presets sind wirklich als Startpunkt gedacht, dass ihr wirklich so eine Inspiration habt und so schon mal richtig schöne Funktionen zusammen habt. Aber
damit es einfach auch, wenn das jeder einfach eins zu eins nutzen würde, dann wird es halt irgendwann ähnlich aussehen. Und deswegen seht das einfach so als Startpunkt, um hier wirklich loszulegen. Wir haben ja auch immer die Möglichkeit, neue Filter hinzuzufügen, andere Filter auszublenden, die schon drin sind. Da gibt es unzählige Möglichkeiten. Und ja, genau, das schauen wir uns jetzt mal an. Also ich habe jetzt hier ein Bild geöffnet. Das ist bei mir im Steinbruch aufgenommen. Die, die mich schon öfter gesehen haben, wissen das, dass ich da sehr gerne fotografiere. Und wir gehen jetzt einfach mal ganz kurz diese einzelnen Zusammenstellungen durch. Wenn wir hier draufklicken, kommt hier eine Warnmeldung. Durch Zufügen einer Zusammenstellung werden alle aktuell auf dem Bild angewendeten Filter ersetzt. Möchten Sie fortfahren? Das heißt, ich habe auf der rechten Seite die ganzen Filter, die aktuell zu diesem Bild, auf dieses Bild angewendet werden. Die habe ich auf der rechten Seite offen. In dem Fall ist es jetzt Classic Soft Focus. Und wenn ich jetzt hier Ja klicke, dann wird quasi Classic Soft Focus entfernt und dafür kommen eben die neuen Presets bzw. die neuen Filter, die hier hinterlegt sind, dazu. So, ich klicke hier auf Ja und jetzt sieht man auf der rechten Seite, wir haben hier zwei Filter hinterlegt. Das eine ist High Key und das andere ist Brilliance und Warmth. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit zu sagen, ich schaue mir das einfach mal an und was ich halt einfach schön finde, wir können die einzelnen Funktionen anschauen, wir können alles optimieren, wir können alles anpassen und die gucken wir uns auch gleich mal an, was da überhaupt möglich ist. Aber bevor wir jetzt da reingehen, möchte ich euch einfach mal ganz kurz die Übersicht zeigen von den einzelnen neuen Zusammenstellungen. Also wir haben jetzt hier das erste, das ist also ein sehr helles Bild, das ja sehr, sehr viele helle Kontraste hat. Dann haben wir hier das zweite, auch hier einfach wieder bestätigen, dann wird es hier ersetzt. Wir haben hier also eine Black and White Conversion und High Key mit drin. Warum Black and White? Und ich habe trotzdem noch Farbinformationen, da gucken wir auch gleich mal drauf. Das ist nämlich eine ganz spannende Geschichte. Dann haben wir hier eins, was ich richtig schön finde für Porträts, nennt sich auch Smooth Skin. Das heißt, ich habe hier einen Filter direkt hinterlegt, der die Haut weich zeichnet. Das gucken wir uns nachher auch noch bei einem anderen Bild nochmal an. Wir haben als nächstes das vierte dieser fünf Stück. Wir haben hier Soft Matte. Das ist eben mit so einer hellen Vignette außenrum. Hier haben wir sogar drei Filter direkt voreingestellt. Auch hier gucken wir uns das gleich mal noch im Detail an, was hier drin steckt und was hier für Möglichkeiten noch sind. Und wir haben als fünften Punkt Warm Glow, was ich auch super schön finde, gerade für Outdoor-Aufnahmen, wo ein bisschen Sonne mit drin ist, gibt es auch richtig schöne Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Das wollen wir uns einfach mal angucken, alles, und nachher gehen wir auch noch auf Silver Effects, das heißt Schwarz-Weiß-Bearbeitung, da hat sich DxO auch nicht lumpen lassen, da richtig ordentlich was vorzulegen. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Das erste passt jetzt, finde ich, nicht unbedingt zu diesem Bild, weil der Hintergrund sehr, sehr unruhig wirkt. Das heißt, ich würde diesen Filter dann bei einem anderen Bild eher anpassen. Ich habe ja ein paar Bilder vorbereitet und deswegen gehen wir jetzt erstmal hier durch und schauen uns an, was ist so die Grundstimmung, was ist da richtig schön drin, um eben hier zu starten. Und ich finde das eigentlich schon ganz cool. Da haben wir einen dunklen Hintergrund. Der Olli, also mein Kunde hier in dem Fall, kommt schön zur Geltung. Und jetzt gibt es was viele nicht wissen oder wussten vielleicht. Und zwar haben wir ja hier oben die Black and White Conversion. Ja, ich kann jetzt hier mal bei High Key, mache ich jetzt einfach mal den Haken raus. Das ist so das, was am Ende so den Glanz noch ein bisschen gibt. Und diese Schwarz-Weiß-Konvertierung bedeutet ja in der Regel, dass wir ein Schwarz-Weiß-Bild haben. Warum haben wir jetzt in dem Fall kein Schwarz-Weiß-Bild? Ganz einfach, weil wir hier, wenn wir die Kontrollpunkte aufmachen, können wir die komplette Deckkraft dieses Filters anpassen. Und das ist was, wo ich auch schon öfter mitbekommen habe, dass das viele nicht wussten. Und deswegen möchte ich euch das nicht vorenthalten. Wir haben jetzt hier also voreingestellt eine Deckkraft von 71%. Das heißt, wenn ich jetzt das Ganze schwarz-weiß haben möchte, kann ich entweder nochmal einen Filter Schwarz-Weiß-Konvertierung dazu machen oder ich ziehe jetzt hier diesen Regler einfach komplett nach oben. Dann habe ich ein Schwarz-Weiß-Bild. In dem Fall, wenn ich es hier auf 70% runterziehe, habe ich es eben entsättigt. Ja, ich kann es noch weiter entsättigen,
beziehungsweise ich habe es hier entsättigt, ich kann auch die Farbe wieder mehr hinzugeben und muss ein bisschen die Farbe rausnehmen. Ich finde das sehr, sehr schöne Funktion oder schöne Art bei diesem Filter, dass hier das einfach entsättigt wurde auf 70%. Gibt oft einen ganz schönen Look und ich mag dieses Entsättigte bei vielen Bildern sehr gerne. Es gibt auch Bilder, wo es knallen darf, die Farben, aber in dem Fall ist es einfach eine schöne Geschichte. Hier oben haben wir die Möglichkeit, für die Filterfarben und die Stärke und sowas einzustellen. Filterfarbe bedeutet, ich habe jetzt hier nicht so viele Farben drin, das schauen wir uns gleich nochmal in einem anderen Bild an. Ich kann hier die Schatten ein bisschen schützen, das heißt die dunklen Bereiche ein bisschen heller machen noch. Ich kann die Lichter schützen, das heißt, wenn ich das runter mache, sind die Lichter wirklich sehr hell. Und wenn ich die hier hochziehe, quasi auf 100%, dann werden die Spitzlichter so ein bisschen geschützt. Und ich habe hier einfach etwas mehr Details in diesen Bereichen drin. Das ist also das obere hier. Und dann haben wir in dem Fall auch noch High Key. Das heißt, wenn ich hier mal draufklicke, dann sehen wir auch, was hier passiert. Dass hier einfach der Hintergrund bzw. die dunklen Bereiche sehr, sehr aufgehellt werden. Und ich habe hier auch nochmal die Möglichkeit, wirklich viel, viel, viel zu steuern. Also ich kann hier auch zum Beispiel ein bisschen gegensteuern, wieder ein bisschen mehr Farbe reinbringen, wenn ich hier die Sättigung hochziehe und habe hier wirklich alle Möglichkeiten nochmal hier gegenzusteuern. Also wenn ich wirklich das Dunkle auch dunkler lassen will, aber ich möchte ihn noch ein bisschen heller machen, dann kann ich das natürlich auch machen, indem ich hier zum Beispiel das High Key hier hochziehe. Dann kann ich auch noch einen Schein hinzufügen. So, ich muss vielleicht ja auch mal anmachen. Und habe so die Möglichkeit eben, ja, unzählige Varianten zu machen. Wie gesagt, mein Tipp an der Stelle, nutzt diese Vorlagen nicht, um einfach drauf zu klicken und dann zu exportieren, sondern wirklich, um euch Inspiration zu holen und das Ganze auch wirklich anzupassen. Dann noch was anderes, was ich an der Stelle einfach noch direkt erwähnen möchte. Wenn wir jetzt so einen Filter haben, ich gehe jetzt mal einfach auf einen anderen drauf, den schauen wir uns eh gleich nochmal im Detail an. Und ich möchte jetzt hier noch einen zusätzlichen Filter haben. Dann kann ich einfach hier oben zum Beispiel auf die Bibliothek gehen und ich sage, ich möchte jetzt hier zum Beispiel, was habe ich noch nicht drin? Ich habe hier kein Dark Light Center, das heißt, ich kann hier eine Vignette erstellen. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich klicke hier auf Hinzufügen, dann bekomme ich hier quasi so ein leeres Feld, wo ich einen neuen Filter hinzufügen kann. Dann kann ich einfach draufgehen, Dark Light Center. Und setze mir hier eben meine Vignette, wie ich sie haben möchte, mit diversen Anpassungen. Oder was ich auch machen kann, mit gedrückter Shift-Taste einfach hier draufklicken, also Umschalt-Taste. Und dann habe ich hier auch diesen Filter hinzugefügt. Das ist vielleicht auch noch was ganz Spannendes. Das heißt, auch hier wieder, ich habe so eine tolle Vorgabe vorweg mit allen Einstellungen, die ich haben möchte und kann dann aber immer noch meine Wunschfilter hinzufügen. Das ist einfach was sehr, sehr wichtig ist. Ich mache das mal wieder raus, Dark Light Center, weil das gehört nicht dazu. Gehe nochmal auf die Zusammenstellungen. Werde jetzt einfach nochmal, dass es definitiv auf Standard zurückgesetzt ist, das nochmal anwählen. Und jetzt möchte ich euch mal ganz kurz diesen Dynamic Skin Softener zeigen. Wenn ich hier reinzoome auf das Bild, ja, dreckiges T-Shirt, passiert, dann haben wir ja hier die Haut und ich habe hier auf der rechten Seite jetzt eine Hautfarbe hinterlegt. Die ist standardmäßig hinterlegt und die passt auch in sehr, sehr vielen Fällen sehr gut. Und hier kann ich eben noch entscheiden, was passiert. Also der Sinn dieses Filters ist es, die Haut weich zu zeichnen. Aber wir haben eben die Möglichkeit zu sagen, wie stark möchte ich es eigentlich weich gezeichnet haben? Möchte ich wirklich gröbere Stellen auch weich haben oder möchte ich das Ganze eher etwas entspannter haben? Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit zu sagen, ich nehme hier diese Pipette und klicke mir jetzt hier quasi vielleicht auf so einen dunkleren Bereich und jetzt guck mal, was passiert. Zu der Bereich wird hier wesentlich weicher gezeichnet. Ja, weil wenn ich hier alles nochmal ein- und ausmache, ich hoffe, dass die Übertragung gut genug ist, auch im Bart,
findet sich diese Farbe wieder. Da muss man eben entsprechend aufpassen, dass hier nicht an der falschen Stelle was passiert. Oder ich gehe her und klicke mir das hier ins Gesicht und dann habe ich eben diesen Hautton. Wenn ich jetzt sage, ich möchte aber diesen Bereich hier hinten dunkler haben und ich habe aber das Problem mit dem Bart, dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, und das ist die schöne Variante daran, dass ich zum einen die Auswahl machen kann über die Farbe, also über diese Pipette, oder auch über die Möglichkeit, ich wähle hier einfach eine Farbe aus. Hier ist neben der Pipette ein Farbfenster, da kann ich auch alle möglichen anderen Farben auswählen. Also ich kann zum Beispiel auch die Mütze, das Grau auswählen, dann ist das eben ein bisschen weich gezeichnet. Und ich habe jetzt quasi diesen dunklen Bereich hier hinten ein bisschen weicher gezeichnet, mit der Problematik, dass mein Bart hier unten auch an Struktur verliert, an Schatten verliert. Und jetzt kann ich hergehen und mir einen negativen Kontrollpunkt setzen, also einen Minuskontrollpunkt, und den setze ich mir hier einfach mal drauf. Dann kann ich mir auch anzeigen lassen, wie stark der aussieht. Jetzt mache ich das Ganze kleiner mit dem Radius, sodass sich der nur auf diesen Bereich auswirkt. Wenn ich den kopieren möchte, dann nehme ich einfach die Alt-Taste und schiebe mir den hier vielleicht noch an andere Stellen hin. Wenn ich sage, hier hinten, es ist auch noch ein bisschen dunkler, heißt, alles, was dunkel ist, wird nicht von dem Filter angewendet bzw. angegangen, und was hell ist, wird angepasst. Dann nehme ich mir einfach einen positiven Kontrollpunkt und setze mir den nochmal hier hinten drauf. Dann weiß ich, dass der Filter hier mit dieser Farbe genau an der Stelle wirkt. Das ist einfach nochmal eine ganz spannende Geschichte für euch zu wissen. Auch hier würde ich jetzt einfach diesen Radius kleiner machen, dass ich den Bart hier vorne nicht wieder zerstöre. Und jetzt habe ich wirklich, wenn ich das Ganze hier mal ausblende, ich gehe jetzt ja mal auf diesen, dann sehe ich die Kontrollpunkte nicht. Und jetzt seht ihr, was passiert. Ich habe hier hinten das Ganze weich gezeichnet. Ob das jetzt in dem Fall die optimale Stelle ist, ist dahingestellt. Mir geht es darum, dass ihr die Systematik hinter diesem Filter versteht. Das ist also hier hinterlegt. Mit einem einzigen Klick bekomme ich also das Ganze hin und habe eben die Möglichkeit zu sagen, okay, möchte ich haben und ich möchte noch was dazu machen. Dann kann ich zum Beispiel, wie ich es gerade eben gemacht habe, dieses Darken Light and Center noch hinzufügen. Das soll es mal zum ersten Bild gewesen sein. Wir gehen so ein paar Bilder nach und nach durch. Ich klicke hier mal auf Speichern, ist ja egal. Schauen wir uns noch mal ein Bild an. Nehmen wir mal das hier. Auch hier einfach mal in der Fehlermeldung. Sehr gut, wahrscheinlich habe ich die Bilddatei irgendwo verschoben. Dann nehmen wir das hier, bin ich schmerzfrei. Nicole Action Color Effects Pro 4. Hier haben wir jetzt ein Bild, das einen sehr, sehr hellen Hintergrund hat. Das heißt, hier müssen wir anders vorgehen. Hier wirkt jeder Filter wieder komplett anders. Das, was gerade eben so extrem krasse Farben war und so weiter, das ist jetzt hier auf einmal nicht mehr der Fall. Also ich bin hier auch wieder drin bei den 25-jährigen Jubiläum. Gehe jetzt hierher und sage, guck mir das erste Mal an, was passiert da? Guck mir das zweite an. Und so klicke ich mich eigentlich immer durch. Wenn ich nicht schon wirklich ein Gespür dafür habe, welcher Filter funktioniert, klicke ich mich wirklich einfach einmal durch. Oft habe ich eine ganze Serie, die ich bearbeiten will. Dann kann ich mir das natürlich auch entsprechend merken mit der Zeit. Hier haben wir auch wieder Smooth Skin. Das heißt, es ist sehr, sehr natürlich. Und wenn ich hier reinzoome, sehen wir auch hier, dass hier schon entsprechend die Haut bearbeitet ist. Wenn ich das nochmal aus- und einblende. Also ich musste hier wirklich nichts machen, weil die Hautfarbe schon sehr, sehr gut getroffen ist. Und ich kann es hier einfach noch ein bisschen gegenregeln. Ich möchte auch die harten oder die großen Details noch ein bisschen machen. Ich möchte die kleinen mehr weich zeichnen oder weniger weich zeichnen. Und der Bereich, der Größenbereich heißt, dass ich wie viel Farbnuancen nach oben und unten eben mitgenommen werden. Das heißt, wenn ich das hier ganz, ganz runterfahre, dann wirkt sich das fast nicht aus, weil genau dieser Farbton eben nicht so oft drin ist. Wenn ich das hier komplett hochziehe, dann ist eben auch dieses Grün hier hinten, hat so einen Gelbstich mit drin, im Rot hier oben ist noch ein bisschen Gelb drin. Und dann habe ich hier natürlich eine komplett Weichzeichnung. Also hier bitte aufpassen, aber das halt so hoch drehen, dass ihr wirklich so die ganze Hautfarbe habt. Ihr könnt auch natürlich hergehen und diesen Filter
nochmal dazu anwenden, wenn ihr sagt, ihr habt starke Farbnuancen drin und wollt aber verschiedene Bereiche trotzdem nicht haben, dann macht es natürlich auch Sinn, diesen Dynamic Skin Softener nochmal zu kopieren. So, ich zoome wieder raus, dass wir das 100% Bild sehen und schauen wir mal das hier noch an. Das finde ich auch einen sehr, sehr schönen Look. Gerade bei dem hellen, ich mag das bei dem Bild, dass es so ein bisschen überstrahlt. Und hier habe ich auch ganz viel Verschiedenes drin. Wir gehen das mal ganz kurz durch. Fangen einfach mal oben an. Fotostylizer, der einfach so einen Farblook gibt. Wenn wir hier drauf gehen, haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Schön ist halt auch, ich kann einfach mit dem Mauszeiger drüber fahren, also ich muss gar nichts klicken. Und mir wird hier entsprechend direkt angezeigt, was passiert eigentlich. Also kaltes Eis ist also richtig so ein Blaustich, aber ganz, ganz, ganz hell. Hier haben wir kaltes Silber, wir haben Kupfer. Da muss man einfach aufpassen und ein bisschen rumprobieren. Jetzt haben wir hier diesen Filter drin und haben hier auch nochmal verschiedene Stile. Ja, das heißt, ich habe unterhalb dieser Varianten habe ich dann auch noch die Möglichkeit, hier verschiedene Filter durchzugehen. So, warum zeigt ihr mir das jetzt nicht? Okay. Ich glaube, ich habe hier gerade irgendwas hängen. So, jetzt hat sich gerade irgendwas aufgehängt. Keine Ahnung, irgendeine Übertragung oder so. Und auch hier habe ich die Möglichkeit, einfach mal durchzuklicken. Also ich habe den Vorschlag bekommen aus der Nik Collection direkt, dass ich hier den Fotostyler also nutzen kann und suche mir jetzt hier einfach das raus, was ich haben möchte. Ich nehme jetzt mal hier das erste. Kann hier natürlich auch noch die Stärke anpassen. Dann habe ich noch Glamour Glow dabei. Das heißt, ich habe hier so einen Schein, der über das Ganze drüber gelegt wird, der das Ganze so ein bisschen ja, weicher macht, ein bisschen mystischer teilweise. Je nach Bildstil passt es besser oder weniger gut. Hier kann ich auch die Stärke anpassen. Und dann seht ihr auch, wie hier das Ganze verschwimmt, wie die Kontraste, die an den Konturen sich verändern. Und auch hier einfach ausprobieren und gucken, möchte ich die Farbe gesättigt haben oder nicht. Und auch hier, ich finde es auch schön, dass es nicht zu übertrieben ist, dass hier der Look nicht komplett gelb wird, wenn ich jetzt hier die Wärme hochziehe. Und zu guter Letzt haben wir hier unten noch einen Filmeffekt Vintage. Auch hier die Sättigung ein bisschen runtergezogen und hier habe ich auch die Möglichkeit, einfach nochmal nachzuregeln. Das gibt dann einfach auch nochmal so einen ganz gewissen Look. Hier auch wieder unzählige, sind 28, also zählbar, 28 verschiedene Filmtypen, die hier hinterlegt sind, wo ich dann einfach für mich entscheiden kann, was ist jetzt eigentlich das, was ich aus dieser Vorgabe für mich, für mein Bild konkret rausziehen will. Und auch hier nach wie vor, wie beim Dynamic Skin Softener, den ich gerade eben gezeigt habe, die Möglichkeit, immer mit Kontrollpunkten zu arbeiten. Also möchte ich im Hintergrund was weniger vom Effekt haben oder möchte ich, wir können mal kurz reingehen, möchte ich jetzt zum Beispiel seine Haut ein bisschen ja, neutraler haben, dann nehme ich auch hier wieder einen neutralen, also Minus-Kontrollpunkt, setze mir den hier drauf und kann jetzt quasi seine Haut mit gedrückter Alt-Taste einfach mal noch ein bisschen drüber gehen und habe jetzt hier im Endeffekt den Filter auf seinem Kopf, auf seinem Gesicht so ein bisschen zurückgenommen. Und da wirklich auch das Nutzen, diese Möglichkeit zu sagen, ich möchte gewisse Filter auf alles anwenden, ich möchte den Filter nur zu 70% anwenden, wie wir es gerade eben beim Schwarz-Weiß gesehen haben. Oder ich möchte es an verschiedenen Stellen gar nicht haben. Auch hier möchte ich jetzt noch einen kurzen Tipp am Rande raushauen. Wir haben jetzt hier beim Fotostylizer diese Kontrollpunkte gesetzt. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte auch Glamour Glow zum Beispiel nicht im Gesicht haben oder diesen Vintage-Effekt, nehme jetzt mal Glamour Glow, dann gehe ich hier oben, wo die Kontrollpunkte sind, auf diese drei Strichchen hier rechts oben. Sag hier Kontrollpunkte kopieren. Gehe mir auf Glamour Glow. Auch wieder auf die drei Striche und sag, oh, hat nicht funktioniert. So, Kontrollpunkte kopieren, Kontrollpunkte einfügen. Und jetzt wird auch hier einfach dieser Effekt rausgenommen. Ja, das könnte ich dann auch hier unten noch bei dem Vintage machen. Dann habe ich quasi hier in der Mitte, das Gesicht ist jetzt Originalbild, so wie es war.
und ich habe aber das restliche Bild bearbeitet. Ja? Das ist nicht hundertprozentig, weil die Deckkraft nicht hundertprozentig ist. Aber ihr versteht, was ich meine, denke ich. Und so gibt es eben die Möglichkeit zu sagen, wie soll das Ganze aussehen? Wie soll das Ganze funktionieren? Schauen wir uns ganz kurz noch den letzten hier an. Den habe ich gerade eben so ein bisschen übersprungen. Warm Glow passt halt hier auch sehr gut. Hier kommt von unten, das finde ich einen mega schönen Filter, den habe ich früher eigentlich ganz selten benutzt. Hier kommt von unten so ein Reflektoreffekt rein und der ist echt richtig gut gemacht. Hier gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, also Gold, weiches Gold oder Silber. Das heißt, ob ich jetzt wirklich so einen Gelbstich quasi ein bisschen mit drin haben will, ob ich das Ganze, ja, wir kennen das von Zebra-Reflektoren, die einfach Gold, Silber gestreift sind. Das wäre das hier oder wirklich ein klassisches Silberreflektor, der dann hier quasi von unten relativ kühl aufhält. Das können wir machen und dann können wir hier natürlich auch noch sagen, wir möchten den Effekt verstärken, wir möchten den Übergang, die Übergangshärte, ja, wenn ich das hier ganz hochziehe, dann habe ich hier wirklich so bis hier habe ich den Reflektoreffekt und hier oben nicht mehr, also das macht wenig Sinn, hier den Effekt so wirklich schön weich machen. Und ich kann natürlich auch sagen, ich möchte es weiter oben oder weiter unten haben. Und die Richtung der Lichtquelle selbstverständlich auch. In der Regel macht es Sinn, wenn das Reflektorlicht dann in dem Fall ein wenig von unten kommt. Glamour Glow hier auch, einfach um das Ganze so ein bisschen weicher zu machen und das Ganze so ein bisschen ineinander überfließen zu lassen. Und Darken Light and Sender, schauen wir uns auch mal ganz kurz an. Das ist ein bisschen anders verwendet, wie ich es oft mache. In dem Fall ist es so, dass da quasi eine Vignette, die quasi technisch bedingt entstanden ist, zum Beispiel, die einfach am Rand das Bild dunkel gemacht hat, dass die hier durch diesen Darken Light and Sender aufgehellt wurde. Ja, man kann also einfach hergehen und sagen, okay, ich nutze das, weil das ja schon drin ist, und gehe hier in der Helligkeit am Rand runter, in der Mitte noch ein bisschen hoch, nicht zu arg, sonst kriegt er so ein bisschen arge Blässe rein. Setze mir hier rechts jetzt noch die Möglichkeit, den Effekt Mittelpunkt zu setzen. Ja, klicke ich drauf und kann mir jetzt hier im Bild wählen, wo möchte ich diesen Mittelpunkt haben. Im Mittelpunkt heißt in dem Fall, wo es aufgehellt und außerhalb dieses Mittelpunktes ist abgedunkelt. Das heißt, ich könnte auch hierher gehen und sagen, hier hinten soll es aufgehellt sein, dann ist der Rest hier vom Bild dunkler und hier hinten habe ich eine gewisse Aufhellung drin. Ja, in dem Fall ist die Aufhellung nicht stark, so würde das dann aussehen. Auch hier kann ich ein bisschen spielen mit der Größe des Ganzen oder was natürlich in den meisten Fällen Sinn macht, dass man den Mittelpunkt zentral dorthin legt, wo die Musik spielt sozusagen. Das heißt, hier habe ich mein Porträt, setze mir das hier drauf und habe dann hier entsprechend das Ganze drin. Das dazu. Klicken wir nochmal auf Speichern. Schauen gerade mal kurz, ob wir noch ein Bild, ob ich euch noch was zeigen kann. Ansonsten gehen wir rüber zu Silver Effects. Ich würde gerade mal noch das hier zeigen. Das ist mal so ein anderes Porträt. Das hätte auch im Studio aufgenommen werden können. Das ist ein sehr, sehr ausgeleuchtetes, also sehr, sehr einheitlich ausgeleuchtetes Bild mit einem neutralen Hintergrund. Wirkt nochmal ganz anders als die anderen. Möchte ich euch auch einfach nochmal zeigen, wie die Wirkung da aussieht, weil das wirklich, das ist so krass. Ich habe das am Anfang auch nicht geglaubt. Egal, welchen Filter man nutzt, von Bild zu Bild ist es komplett unterschiedlich. Das ist echt mega. So. Das ist jetzt zum Beispiel der Reflektor, gut, Reflektoreffekt, da habe ich jetzt nur diesen einen Filter drin. Ich bin hier in den Zusammenstellungen, nehme jetzt das hier mal an. Hier habe ich den Reflektoreffekt, hier wirkt das schon wieder viel krasser. Hier würde ich auch hergehen und das Gold wahrscheinlich runternehmen. Ja, also hier dieses weiches Gold wirkt viel krasser und das Silber ist dann schon wieder sehr, sehr entspannt und hält einfach von unten ein bisschen auf. Wenn man das möchte, wenn man nicht möchte, wenn man sagt, alles andere ist cool, ich möchte den Reflektoreffekt nicht haben, dann kann ich den natürlich hier einfach ausblenden oder vielleicht auch in der Lichtstärke ein bisschen noch runternehmen. Hier Glamour Glow macht Sinn, weil einfach die Haut noch ein bisschen mehr Dynamik reinbekommt. Darken Light and Center, auch hier wieder
würde ich hergehen und sagen, Helligkeit ein bisschen runter. Aber das ist einfach von Bild zu Bild unterschiedlich. Also hätte ich es hier sehr weitwinklig aufgenommen, hätte keine Objektivkorrektur und so weiter gemacht, könnte es gut sein, dass ich hier einfach am Rand eine Abdunklung habe. Und wenn mir dann dieses Preset das direkt vorgibt, dass ich diesen Rand aufhellen kann, dann ist das natürlich eine super Gelegenheit, die ich auf jeden Fall mitnehme. In dem Fall habe ich den Hintergrund sehr, sehr neutral ausgeleuchtet. Das heißt, ich kann das hier ein bisschen abdunkeln, kann die Mitte ein bisschen aufhellen, setze mir dann wieder den Mittelpunkt hierher. Und das Schöne ist, ich kann nicht nur, wie ich es gerade eben gezeigt habe, verschiedene oder einzelne Filter noch dazu nehmen, sondern ich kann sogar einzelne oder komplette Zusammenstellungen kopieren beziehungsweise mit übernehmen. Ja, wir haben gerade eben gesehen, gehen die Filterbibliothek, drück die Umschalttaste und mach hier jetzt, was machen wir denn, Colorize, klicke ich hier einfach mal drauf, dann ist das hier noch hinzugefügt, wo ich dann halt auch ganz viel rumspielen kann. Das ist eine Möglichkeit und das andere, was ich euch jetzt einfach noch zeigen möchte, mit gedrückter Umschalttaste kann ich auch neben diesem Effekt, den ich jetzt angewendet habe, sehe ich ja hier, was ich ausgewählt habe, kann ich zum Beispiel auch noch Smooth Skin, das heißt, ich bin ja eh in den Zusammenstellungen drin, da klicke ich dann auch noch mit gedrückter Umschalttaste drauf und dann werden quasi die Filter auch noch hinzugefügt. Und das ist natürlich auch cool, weil wenn ich sage, okay, Glamour Glow ist mir zu viel, schalte ich das einfach aus, habe ich ja hier oben schon drin, aber den Dynamic Skin Software, da muss ich nicht erst irgendwo über die Filterbibliothek oder Ähnliches suchen, sondern ich habe hier einfach den schon drin und in dem Fall wirkt er auch richtig krass. Das ist vielleicht sogar ein bisschen zu stark, wenn ich hier mir das mal angucke. Das heißt, ich gehe hier einfach drauf und schaue mir mal die Parameter an, wo kann ich das Ganze noch so ein bisschen runterziehen, damit er wirklich auch noch die Hautstruktur behält, aber trotzdem das Ganze so ein bisschen weicher ist. So, mittleren kann ich ein bisschen hoch, so die größeren. Sollte ich vielleicht auch angeschaltet haben. So, und dann habe ich hier eben die Möglichkeit zu sagen, ich justiere hier nochmal ein bisschen feiner nach. Das soll es erstmal gewesen sein für Color Effects und jetzt gehen wir rüber noch zu Silver. Da möchte ich euch auch noch zeigen, was hier super Schönes entstanden ist. Ich klicke hier wieder auf Speichern. Dann habe ich die Bilder auch, wenn ich sie schon bearbeitet habe, dann kann ich die natürlich auch direkt später noch nutzen. Schauen wir uns mal an, ich habe hier nochmal ein Bild von Marco. Jetzt gehen wir mal in Silver Effects rein. Das heißt, ich gehe hier auf Nick Collection wieder und habe hier unten Silver Effects. Wer es nicht kennt, Silver Effects ist dafür da, um Schwarz-Weiß-Konvertierungen zu machen und das in einem richtig, richtig schönen Stil. So, jetzt habe ich eine Fehlermeldung. Ich habe das auf dem falschen Monitor hier angezeigt. Und das ist jetzt also komplett neutral, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, das ist hier komplett neutral, einfach nur komplett entsättigt. Und die neuen Filter sind hier unten rechts, ja, 25-jähriges Jubiläum. Und hier haben wir auch eben 5 Stück für Porträts, wo wir jetzt gleich durchschauen. Und wir haben hier die Möglichkeit, oder beziehungsweise auch noch für Street Fotografie. Und hier auch noch ein Tipp, genauso wie bei Color Effects. Schaut euch das mal an. Also nicht nur, weil das Street heißt oder weil das Wildlife heißt, dass es nicht unbedingt für Wildlife und so weiter da ist, sondern dass es halt auch für Porträts funktionieren kann. Optimiert sind diese Filter hier für Porträts. Die funktionieren aber genauso auch teilweise bei Wildlife und Co. Also, das ist das Erste, wo wir haben, das ist eben hier so auf Alt gemacht und auch hier unzählige Möglichkeiten. Hier ist es ein bisschen anders aufgebaut als bei Color Effects. Hier gibt es keine Zusammenstellungen und Filter, sondern es ist alles quasi eine Zusammenstellung, wo ich individuell anpassen kann. Das heißt, diese Vorlagen sind keine Zusammenstellung aus verschiedenen Filtern, sondern es ist eine
Möglichkeit, beziehungsweise es ist so gemacht, dass die ganzen Regler, die wir auf der rechten Seite sehen, dass die einfach anders voreingestellt sind. Jetzt habe ich den Satz auch zu Ende gebracht bekommen. Wir haben also eins auf Alt gemacht, dann haben wir eins in Cool Tones, das ist einfach so ein bisschen blaustichig. Dann haben wir eins Hollywood Glamour, was halt einen richtig schönen Look hat. Passt nicht zu allen Bildern, muss man ganz klar dazu sagen. Gerade bei Frauenporträts kann der teilweise auch ein bisschen schwierig sein, weil er halt wirklich extrem kontrastreich ist. Also wir haben ganz viele schwarze und ganz viele weiße Bereiche in dem Bild drin. Ich mag den Look, ich mag es, wenn es wirklich schwarz-weiß ist und nicht nur grau, grau, grau. Ob es so extrem sein muss, ist die andere Frage, aber da gibt es ja auch jederzeit die Möglichkeit nachzuregeln. Zeige ich euch jetzt gleich im Detail, wie das funktioniert. Dann haben wir hier nochmal den vierten Filter, der ist auch schön, der ist so schön rau, ich mag das. Das ist, kommt auch darauf an, ob man es wirklich so rau haben will oder ein bisschen schwächer. Ich mag aber diesen Stil, weil der halt auch, wenn wir vergleichen zum Original, auch schön die Kontraste rausarbeitet. Das Ganze sehr, sehr rau macht, gerade im Gesicht und in der Jacke finde ich es einfach klasse, wie da die einzelnen Strukturen rausgearbeitet werden. Und wir haben noch einen fünften Filter, der ist Warm and Soft. Das Ganze ist ein bisschen weicher. Ja, wenn man da so das Vergleich anguckt, dann wirkt das Vergleichsbild auf einmal total blaustichig, finde ich, wenn man das hier lang angeschaut hat. Und hier sind einfach die Parameter wieder anders eingestellt. Das wirklich auch nochmal, ich kann es nicht oft genug sagen, nutzt diese Voreinstellungen, um euch inspirieren zu lassen, was zu eurem Bild passt. Und nutzt das Ganze nicht per One-Click und Go, sondern nutzt es einfach, um zu sagen, ich habe eine Grundlage, ich habe eine Basis und diese Basis passe ich nach meinen Bedürfnissen, nach meinen Wünschen an, um dann eben zu entscheiden, wie möchte ich es eigentlich haben. Und ich gehe mal auf das krasseste von diesen Presets ein, und zwar ist es das hier. Da habe ich ja wirklich ganz viel Weiß und ganz viel Schwarz drin. Das Schöne ist halt, ich muss nur, in Anführungsstrichen, nur die rechte Seite beherrschen. Ja, ich habe hier die Vorlagen, was ich ganz habe. Ich habe insgesamt 58 Vorlagen drin und habe jetzt hier quasi auf der rechten Seite, es sind immer die gleichen, manchmal ist es eingeblendet, manchmal ist es nicht eingeblendet, manchmal ist da was verändert oder nicht verändert. In dem Fall, ja, wir haben hier die Farbfilter, da passiert jetzt gar nichts, wenn ich den ein- und ausblende, bei den Filmtypen passiert nicht viel, bei den abschließenden Anpassungen passiert nochmal richtig viel. Ja, und bei den globalen ist halt wirklich auch so ein was ganz, ganz viel, was dahinter steckt. Und ich habe es ganz oft schon erlebt, oder ich habe es auch früher selber so gemacht, muss ich auch ehrlich dazu sagen, dass ich hier gesehen habe, okay, ich habe Helligkeit, ich habe Kontrast und ich habe Struktur. Heißt, ich nehme diese Regler und ziehe mir die mal hoch und runter und gucke mir das Ganze an. Ich blende hier einfach mal alle anderen Filter aus, dass hier nichts, dass uns das nicht ablenkt. Und gehen wir jetzt mit der Helligkeit hoch, mit der Helligkeit runter, schauen wir das Ganze an, machen wir hier Kontrast auf 0 oder fast 0 und passen mir das entsprechend an. Habe ich früher auch so gemacht, bis ich gemerkt habe, dass es hier vorne noch so ein kleines Dreieck gibt. Und das Schöne ist, wenn ich das da draufklicke, dann geht es auf. Und hier sind jetzt verschiedene Unterfunktionen, Unterpunkte drin. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit zu sagen, ich mache entweder hier oben die Kompletthelligkeit des Bildes oder ich lasse sie zum Beispiel auf 0, wenn ich das möchte. Wenn es auf minus 1 ist, in Ordnung. Und ich passe aber die Spitzlichter an. Das heißt, ich möchte die Spitzlichter noch heller haben. So, warum werden die jetzt nicht angepasst? Okay. Ja, okay, jetzt passt. Passiert jetzt nicht so viel, aber die ganz hellen Bereiche im Gesicht und hier hinten, die werden entsprechend aufgehellt. Dann habe ich die Mitteltöne. Hier passiert wieder mehr, weil ganz viel in dem Bild eben in den Mitteltönen sich abspielt. Und ich habe auch noch die Schatten. Das heißt, ich könnte auch alles hier auf 0 setzen
und aber die Schatten ein bisschen aufhellen oder die Schatten abdunkeln. Und ich habe hier unten auch noch eine dynamische Helligkeit, wo das Ganze halt einfach auch noch mal so ein bisschen algorithmusmäßig miteinander zusammenspielt, um dann einfach zu sagen, wie möchte ich, dass dieses Bild wirkt. Und genau, hier auch, wie gerade eben, wie wir schon gesehen haben, die Schatten schützen. Das heißt, ich kann hier auch noch mal die ganz tiefen Stellen noch mal ein bisschen hochziehen oder die Spitzlichter. Wir sehen es gerade hier ganz rechts unten, sieht man es ganz gut. Jetzt sind die Spitzlichter ausgeschaltet, dass die nicht geschützt sind. Wenn ich hier reinziehe, dann habe ich hier quasi noch so ein bisschen mehr Struktur mit drin. Das sind also die globalen Anpassungen. Das ist einfach wichtig. Auch beim Kontrast hier an der Stelle gibt es die Möglichkeit, ich kann Weiß nochmal verstärken, ich kann Schwarz verstärken. Also ich muss nicht hier einfach hergehen. Kontrast hoch bedeutet, alles was hell ist, wird heller, alles was dunkel ist, wird dunkler, bis wir Weiß und Schwarz haben, wie in dem Fall. Sondern ich kann auch hier die selektiv nachsteuern, sagen, ich möchte die dunklen Bereiche, ich möchte es aufhellen an gewissen Stellen, ich möchte gewisse Schwarzwerte wieder ein bisschen runterziehen und ich möchte das Ganze, ja, hier haben wir so einen HDR-Look so ein bisschen, oder ich gehe halt hier rein und sage, ich möchte wirklich auch schöne Kontraste drin haben. Auch bei der Struktur die Möglichkeit, wo möchte ich welche Struktur drin haben, wie stark möchte ich das haben. Und das gibt es eben hier entsprechend dem Filter, der Filtervorgabe hinterlegt, wie ich das entsprechend haben möchte. Ich gehe mal noch mal kurz auf ein anderes ein, einfach damit ihr das seht. Hier ist also bei diesem Cool Tones hier oben ziemlich alles auf Standard. Es ist alles auf Standard, wollte ich ja nicht ziemlich sagen. Klappt es wieder zu. Selektive Anpassung haben wir keine. Farbfilter haben wir auch keine. Ich habe hier quasi nur in den abschließenden Anpassungen was drin. Das ist einfach extrem spannend, weil du manchmal alles verwendest, manchmal nur etwas verwendest und es muss nicht viel sein, um einen geilen Effekt zu erzielen. Das heißt, ich habe hier in den abschließenden Anpassungen, wenn ich hier drauf gehe, auch nochmal unzählige Möglichkeiten. Ich kann das Ganze einfärben, wie ich es möchte. Also ich kann sagen, ich finde dieses Grundkonzept von diesem Filter gut, aber ja, diese 10 ist nicht der Farbton, dieser Blauton, den ich haben möchte. Ich klicke mich hier einfach durch. Ich möchte es ein bisschen kräftiger haben oder ich möchte in Sepia-Ton ein bisschen Kupfer mit rein. Ja, das finde ich auch einen sehr, sehr schönen Effekt. Und gehe hier einfach, das ist auch klasse. Ja, also ich nehme jetzt einfach mal das hier und kann mir das natürlich auch noch anpassen. Wie stark möchte ich es haben? Gehe hier auch nochmal her und kann das um. Ich kann hier alles umfärben, was ich möchte, bis mir das einfach passt. Hier habe ich so ein bisschen das Ganze im Blau-Gelb-Stil etwas drin. Dann kann ich hier die Grundtönung noch mal anpassen separat. Auch hier die Sättigung quasi. Ich habe unzählige Möglichkeiten, die Vignette zu steuern. Das heißt, ich wähle mir hier eine aus, die ich haben möchte. Zum Beispiel hier Abfall der Helligkeit 1 oder 2. In dem Fall ist 3 hinterlegt. Ich nehme jetzt mal 2 und kann jetzt hier natürlich auch noch die Stärke reduzieren. Beziehungsweise verstärken kann, schauen, möchte ich das Ganze kreisrund haben oder möchte ich es eher eckig haben, das heißt eckig von oben, unten und von den Seiten ein bisschen rein und ich kann natürlich auch noch die Größe definieren. Ja, wenn ich hier mal runtergehe, die Ecke einfach mal ein bisschen hochsetze, irgendwie hängt das gerade, ich glaube, mein Rechner ist gerade ein bisschen überlastet. Jetzt habe ich es. Und passt mir das halt so an, wie ich es haben möchte. Wichtig ist einfach zu wissen, geht hier in diese Filter rein, lasst euch davon wirklich, wirklich inspirieren und schaut dann einfach, was davon ist für euch genau das Passende. Hier unten gibt es dann auch noch Bildränder, wo ich dann noch passend dazu machen kann. Wie gesagt, das Bild wirkt schon so alt durch diesen Stil. Wie wäre es denn eigentlich, wenn ich hier noch so ein Rahmen quasi hinzufüge. Ich nehme hier mal Typ 8, dass wir so, da haben wir so einen Schatten drin, dieses ausgefressene außenrum. Kann auch hier nochmal
so solche Kanten reinbauen. Auch hier mal schauen, Filmtypen, was ist denn hier drin? Ich habe hier eine Körnung, ja, wenn ich hier mal reinzoome, noch auf 100%, extrem starke Körnung, kann ich auch noch reduzieren. Das heißt, wenn ich hier die Körnung pro Pixel hochziehe, dann wird es quasi rausgenommen, diese Körnung. Wenn ich die ganz runterziehe, dann habe ich eben ein komplettes Rauschen drin. Also wenn das Bild komplett unscharf ist und ihr wollt trotzdem was damit anstellen, dann haut einfach Schwarz-Weiß-Effekt und ein bisschen Körnung drüber. Nee, Spaß beiseite. Das ist einfach von Bild zu Bild unterschiedlich, wie ihr das haben möchtet. Ihr könnt auch sagen, ich möchte diesen Stil haben, möchte aber auch hier ein Rauschen noch drin haben. Dann einfach das hier verwenden und hier in den Filmtypen mal durchklicken. Einfach mal mit dem Mauszeiger drüber gehen und schauen, ob da was Spannendes für euch dabei ist. Aber diese Vorlagen sind auf jeden Fall super Geschenk für euch. Also wer die Nik Collection 3 hat, kann ja upgraden bzw. updaten auf die 3.3 und dann habt ihr diese Filter kostenlos dabei. Finde ich einfach eine super Erleichterung, um hier mal durchzugehen. Wir gehen einfach mal ganz kurz noch ein anderes Bild durch. Können ja mal das hier nehmen, da haben wir mal einen anderen Hintergrund. Bisschen einheitlicher. Auch hier gehen wir einfach mal ganz kurz durch, dass ihr mal seht, wie das Ganze wirkt. Silver-FX geht immer auf den zweiten Monitor bei mir auf. Das muss ich immer erst rüberschieben. Tut ja keinem weh. Auch hier erstmal sind wir hier oben in allen drin. Hier gehen wir auch rein auf die 25-Jähriges. Dadurch, dass es ein Hochformatbild ist, wird bei mir das jetzt hier nebeneinander angezeigt. Und hier können wir auch gucken. Das ist doch auch passend für dieses Bild, weil das so, gut, er hat jetzt das falsche Outfit dafür an, aber dieser Style mit dem Hintergrund und mit dem Stein passt doch einfach zu diesem, keine Ahnung, 1890er Bild. Ich finde das eine super, super Möglichkeit. Beim anderen Bild gerade eben habt ihr gesehen, dass dieser dritte Filter, dieser Hollywood Glamour, richtig gut funktioniert hat. Bei dem Bild passt es jetzt gar nicht, weil wir hier viel zu einheitlich drin sind. Ja, wir haben hier so eine einheitliche Helligkeitsverlauf, dass hier dieser Glamour Glow beziehungsweise Hollywood Glamour nicht passt. Ja, und das ist einfach wichtig, das auszuprobieren. Hier extreme Kontraste drin, hier ist mir der Hintergrund wieder zu stark. Hier gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, ich klicke hier drauf. Ja, ich war ein bisschen schnell jetzt, ich lösche das nochmal weg. Ich nehme hier mal einen Kontrollpunkt, selektive Anpassungen, klicke mir hier drauf und habe jetzt hier die Möglichkeit, ich kann hier unten sogar noch aufmachen. Ich habe hier, so, hier hinten muss ich drauf, die Helligkeit, die Kontraste, die Struktur, Weiß verstärken, Schwarz verstärken, die Feinstruktur und die selektive Kolorierung. Hier kann ich eben auch noch reingehen und verschiedene Sachen anpassen. Das heißt, ich könnte hier den Hintergrund in dem Fall ein bisschen dunkler machen. Kontrast nehme ich ein bisschen raus, einfach um hier noch ein bisschen weicher reinzukriegen. Also ihr seht schon, wie krass das Ganze ist, wenn ich hier das mal wegschiebe. Hier hinten haben wir diese Kontraste drin. Wenn ich das hier hochschiebe, verschwimmen die komplett irgendwie gefüllt. Und da kann ich einfach ganz viel sagen. Ich möchte diese Hintergründe verändern. Ich möchte die Strukturen in gewissen Bereichen verstärken, abschwächen. Also auch hier nutzt die Möglichkeit von den selektiven Anpassungen, nicht nur in Color Effects, da wird es ganz oft gezeigt und ganz oft gemacht. In Silver wird es manchmal ein bisschen vernachlässigt. Schaut euch das auf jeden Fall mal an, weil ich meine, ihr habt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt es auch zusammenklappen, so die Hauptmöglichkeiten. Und auch dann könnt ihr sogar noch Kontrollpunkte hinzufügen, beziehungsweise das sind die Kontrollpunkte. Ihr seht hier, wo ist das Ganze angepasst. Ich kann hier auch noch die Größe steuern. Also ich könnte hier das auch auf sein Gesicht setzen und dann gucken, okay, ich möchte es hier am Gesicht verändern, möchte die Helligkeit jetzt hier hochziehen. Kontrast noch ein bisschen und Feinstruktur. Wie auch immer. Hier einfach auch wieder ausprobieren, was Sinn macht für euch und wenn ihr einen Kontrollpunkt weg haben wollt, einfach hier vorne
den Haken rausmachen zum Beispiel, dann habt ihr den direkt schnell gelöscht oder ihr klickt drauf und klickt auf Entfernen. Die Möglichkeiten, wir gehen nochmal kurz durch, das ist Klassik-Porträt, das heißt Angelic and Faded. Ich gehe hier nochmal mit dem hier raus, weil das wird mit übernommen. Dann gehen wir hier, haben wir Klassik-Porträt, wie heißen die immer? Cool Tones, dann haben wir hier dieses Hollywood Glamour, wir haben Rugged und wir haben Warm and Soft und da einfach wirklich ausprobieren, was für euch Sinn macht. So, das soll es dazu gewesen sein. Ich habe gerade noch 2, 3 Fragen hier bekommen. Was ist die beste Bearbeitung für die NIC-Filter, TIFF, JPEG, RAW, Smart und so weiter? Ich würde einfach mit dem TIFF arbeiten, da hast du alle Möglichkeiten drin und du kannst nachträglich, ich würde eine RAW-Datei nehmen und die mit 8 Bit in einem TIFF dann speichern, dann hast du nachträglich die Möglichkeit, das nochmal zu bearbeiten. Dann die Frage, ob bei Color Effects durch die Manipulation, also durch Bearbeitung, erhöhtes Rauschen entsteht, das kann durchaus passieren. Ja, das würde ich dann einfach nachträglich entweder, beziehungsweise am besten, wenn ich das nachträglich machen will, ich kann mal kurz gucken, hier, Define, kannst du es dann entsprechend entrauschen wieder. Funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Da ist die Frage, ob Silver Effects auch die Möglichkeit hat, Filter zu kombinieren. Das gibt es nicht, aber da ja keine einzelnen Filter zusammengelegt werden, kannst du hier quasi das Ganze speichern. Beziehungsweise separat nochmal anpassen, mir überlegen, was möchte ich da verändern. Also ich brauche keinen neuen Filter dazu machen, weil es einfach auch alles die gleichen Funktionen sind, die ich eben entsprechend speichern kann. Kann ich einen individuell angepassten Filter unter neuem Namen speichern, um auf andere Bilder übertragen, anwenden zu können? Ja, zeige ich auch noch ganz kurz. Gehen wir nochmal hier in dieses Bild rein. NIC Collection Color Effects Pro 4. Ach, sehr, sehr gute Frage. Ich werde es gerade nochmal aufmachen. Hab jetzt hier quasi meine Zusammenstellung. Ich nenne jetzt mal das hier, einfach so ein bisschen die Haut weich zu zeichnen. Und jetzt würde ich hergehen. Wenn ich was verändert habe, ich nehme jetzt hier einer meiner Lieblinge, Darken Light and Center, einfach um eine Vignette hinzuzufügen. Heißt, ich mache die Mitte ein bisschen heller, Rand ein bisschen dunkler. Und jetzt sage ich, ich möchte genau das hier speichern, weil ich sage, diese Vorlage war extrem gut. Mir hat die Vignette gefehlt. Dann füge ich die hier entsprechend auf der rechten Seite hinzu. Klick auf Speichern. Und sag, wie hieß das, Soft Skin, nee, Smooth Skin, glaube ich. Und dann mache ich hier einfach 02 oder Eigen oder wie auch immer. Speichere das Ganze und habe jetzt hier in den Zusammenstellungen, wenn ich hier reingehe, bei den Benutzerdefinierten, habe ich hier quasi meinen eigenen Filter drin. Ja, also ich habe hier mein Smooth Skin, das ist das Original, das mir vorgegeben wird. Und bei den Benutzerdefinierten habe ich jetzt quasi meinen eigenen, wo nochmal diese Vignette hinzugekommen ist. Genau, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet sehr, sehr viel mitnehmen. Ich wünsche euch mega viel Spaß. Es macht einfach tierisch Bock, mit diesen neuen Filtern zu arbeiten und da sich auszuprobieren und nutzt es wirklich. Und ich kann es nicht oft genug sagen, nutzt es bei allen euren Bildern einfach, um euch Inspiration zu holen und passt es dann nach euren Bedürfnissen, nach euren Wünschen und ganz besonders nach euren einzigartigen Bildern an, damit ihr wirklich hier das Maximum aus dem Ganzen rausholt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Und wünsche euch einen wunderschönen Abend noch. Wir sehen uns im nächsten Webinar. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.